Der Umgang mit Medien heute ist sehr viel anstrengender als früher. Dieser ganze Brei, diese ganzen Mischformen aus Journalismus, aus Marketing-Sprech, aus Werbung, aus PR, aus Gelogen, aus wahr, was ist gelogen, wie soll man sich das heute noch sortieren? Und wer heute Medien konsumiert, der ist gezwungen, es zu sortieren. Will er nicht mit einem Klick anderen dazu verhelfen, dass sie falsche Meldungen positioniert haben, mit denen sie unwahrscheinlich Geld verdienen und sich bereichern? Wie kann man sich also schützen davor, nicht per Klick die Fake News weiter zu vertreiben? Erste Regel, wenn ich eine Message bekomme, nicht einfach weiterklicken. Nicht einfach emotional reagieren, sondern das Gehirn einschalten, denken, oh, von wem ist diese Meldung? Wo ist das Impressum? Fakten checken. Woher sind die Bilder? Woher kommen die Videos? Gibt es Nachweise? Man kann auch die Videos prüfen mit Data Viewer oder TinEye. Gesunder Menschenverstand. Nachdenken. Was? Eine Message ist gekommen, vielleicht muss ich die Polizei anrufen und dort nachfragen, ob das wirklich stimmt. Manchmal sind Fake News so formuliert, dass sie mich in Panik versetzen, in Neid, Gier, Schadenfreude. Eins dieser Fake News nämlich gemeinsam, sie packen einen bei den niederen Instinkten, bei den einfachsten Gefühlen. Und wenn ich so etwas merke, wow, dann Pause. Gehirn einschalten. Einfach nicht weiterklicken. Warum muss ich die News weiterklicken? Warum muss ich ein Like vergeben? Bewusstseinswerdung, bewusst werden, was Medien mit von mir wollen und mit mir machen. Das ist ganz wichtig und immer im Hinterkopf behalten. Es ist auch ein großes Geschäft. Was will ich dabei für eine Rolle spielen? Selbstdenken. Unabhängig bleiben, das ist der Schlüssel.